Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Die Überschrift ist tatsächlich ein bisschen verspitzt ausgedrückt, aber es geht heute um das Thema Babys Schlaf verbessern. Viele von euch hatten jetzt wohl als ersten Gedanken, dass ich jetzt erzähle, wie es dazu kommt, dass ein Baby durchschläft. Ja, das ist so ein verbreiteter Irrglaube, dass man meint, Babys müssen irgendwann durchschlafen. Müssen sie nicht. Das ist eine Eigenart von einem Baby. Das ist einfach, das gehört dazu. Das gehört zum Babysein. Das ist evolutionär bedingt einfach so, dass die nicht durchschlafen, weil die sich nach einem gewissen Zeitintervall einfach nochmal versichern wollen. Hey, ist Mama noch da? Ist Papa noch da? Bin ich hier alleine? Ist alles noch gut? Das stammt noch von Steinzeit an. Also gehen die Forscher mal davon aus. Ja, deswegen ist es so, dass Babys einfach nicht durchschlafen und auch nicht durchschlafen müssen. Und es gibt auch kein Programm, das das Baby dazu bringt, durchzuschlafen, solange es nicht diese Gehirnreife hat, um das zu können. Heute soll es eher darum gehen, wie man einen gesünderen und besseren Schlaf fördern kann, weil da gibt es wirklich tatsächlich ein paar Dinge, die man beachten kann, dass das Baby besser schläft. Und vielleicht dann auch durchschläft. Also es kann natürlich klappen, dass es dann irgendwann durchschläft, aber auch nur, weil es dann soweit ist im Gehirn. Ja. Vom Kopf her. Und nicht, weil es irgendwie totgefüttert wurde vom Schlafengehen oder... Ja. Also es gibt ja so mysteriöse Bücher, wo drin gezeigt wird, wie Babys schlafen lernen. Das... Ja. Ich sag mal so. Meine persönliche Meinung ist, wenn Eltern wirklich gar nicht mehr zum Schlaf kommen, also wirklich halbstündlich aufwachen und irgendwann ist man so mit den Nerven am Ende, ich verstehe das total, dann kann man vielleicht irgendwelche Dinge probieren, aber meistens legt es sich leider wieder von alleine und man kann nichts dazu beitragen. Also man kann diese Babyschlafprogramme machen, das funktioniert auch in öfteren Fällen, aber mehr, weil das Baby so ein bisschen kapituliert und ja, sie begreifen das einfach noch nicht, sondern sie gewöhnen sich einfach dran, dass dann keiner mehr kommt, wenn sie weinen. Ja. Naja, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu dem Thema, wie man positiv dazu beitragen kann, dass das Baby besser schläft. Es ist ja so, man kommt aus dem Krankenhaus nach Hause, wenn man das erste Kind bekommen hat oder je nachdem, wo man entbunden hat. Und das Baby weiß eigentlich noch gar nichts von Tag und Nacht. Dem ist es total Wurst, ob wir schlafen wollen oder nicht. Das weiß einfach noch nicht, was Tag und Nacht ist. Jetzt ist es einfach unsere Aufgabe, dem Baby klarzumachen, ja, pass mal auf, jetzt beginnt die Nacht und Niklas liegt hier hin, ihr seht ihn. Und wir gehen jetzt schlafen. Ich erkläre euch jetzt einfach mal im Folgenden, wie es bei uns war. Und wie ich es so gemacht habe und wie ich es eigentlich für gut empfunden habe, weil Elsa hat relativ gut geschlafen, also die kam irgendwie ja, alle 4 Stunden die Nacht. Aber es ist ein Unterschied, es gibt halt Kinder oder Babys, die wachen auf und sind dann wach, so richtig wach. Und mit denen muss man sich dann 2 Stunden beschäftigen, wie am Tag eben, dass sie wieder weiter schlafen. Und das habe ich halt von Grund auf versucht zu vermeiden, indem ich Schlaf Gewohnheiten eingeführt habe. Als erstes gehört einfach mal dazu, dass man abends das Licht ein bisschen dämmt. Also wenn man jetzt bald ins Bett geht, dann mache ich immer so, dass ich die Läden ein bisschen runter mache, schon meine Stimme und alles so ein bisschen sanfter mache und ein bisschen leiser, die Umgebung, die Musik mache ich aus. Ich mache einfach, bereite das Kind so ein bisschen vor, so jetzt ist hier alles ein bisschen ruhiger. Dann ziehen wir den Schlafanzug an, waschen noch das Gesicht. Und viele haben gute Erfahrungen gemacht mit Babymassagen. Also ich habe auch so einen Massagekurs gemacht, aber ich bin ehrlich, ich habe das nicht mehr so lange angewandt. Ich weiß auch gar nicht warum. So eine Babymassage ist super, super schön, aber ich habe es einfach nicht so durchgezogen. Ja. Jetzt mit Niklas könnte ich es mal vielleicht mal machen. Gut, dass ich gerade drüber nachdenke, vielleicht mache ich heute mal eine Babymassage mit ihm. Genau, auf jeden Fall kreieren wir so schon mal so eine kleine Gewohnheit, also Schlafensroutine,
Dann ist es bei uns so, dass wir dann gemeinsam ins Bett gehen. Also wir machen bei beiden Kindern Schlafbegleitung, weil alleine schlafen. Elsa hat das mal ein halbes Jahr, ist sie alleine eingeschlafen. Also ich konnte sie tatsächlich ins Bett legen, bin dann rausgegangen. Sie ist von alleine eingeschlafen, das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Auf jeden Fall legen wir uns gemeinsam ins Bett. Dann stille ich, jetzt beispielsweise, ich nehme jetzt mal den Niklas als Beispiel, dann stille ich. Und wenn ich Glück habe, schläft er da schon dabei ein. Wenn nicht, dann bekommt er noch den Schnuller und das Licht wird dann ausgemacht und dann liegen wir da. Es gibt zwei Situationen. Entweder er weint dann, weil er einfach nicht so in den Schlaf findet. Dann kann ich ihn auch wieder hochnehmen und ein bisschen tragen. Aber im Endeffekt ist Niklas ein ganz, ganz ruhiger Geselle. Also Elsa, die habe ich immer in den Schlaf tragen müssen, in der Trage. Anders ist sie nicht eingeschlafen. Dann schlafen die Kinder. So. Jetzt kommt eigentlich das Wichtigste, meiner Meinung nach, weil es gibt wahrscheinlich Eltern, oder es gibt Eltern, die nachts, wenn sie das Kind füttern oder wenn es aufwacht, die Lichter anmachen, laut mit den Kindern reden, irgendwelchen Späße machen. Und das habe ich jetzt, auch so schwer es mir fällt, weil Kinder anschauen, wenn sie schlafen, ist einfach so schön. Und also wenn sie schlafen schon, aber auch so anschauen und mit ihnen sich unterhalten und mit ihnen sich beschäftigen, ist super schön. Aber eben nachts habe ich das komplett gelassen. Also wir haben zum Stillen das Licht aus. Ich mache das Licht auch gar nicht an. Das ist wahrscheinlich für die Mütter, die jetzt zum ersten Mal Mama werden und mit dem Stillen, dass ich noch ein bisschen einpendeln muss, gar nicht so einfach. Dann versucht euch so ein ganz, ganz kleines Stilllichtchen. Also umso weniger Licht, umso besser ist es eigentlich. Weil sobald das Licht angeht, bekommt das Baby nochmal den Reiz oder merkt es nochmal, Licht an, dann ist wieder Tag. Also das wollen wir ja komplett vermeiden, weil das Baby einfach sich merken soll. Dunkel, Nacht, schlafen. Ich rede gar nichts mit den Kindern nachts. Also weder mit Elsa noch mit Niklas, außer es wäre mal irgendwas. Also wenn sie jetzt natürlich ganz extrem weinen oder irgendwas ist, dann natürlich. Aber so im Normalen, wenn sie aufwachen und Hunger haben, dann sage ich nichts. Hört sich irgendwie schlimm an, aber es ist eigentlich für die Kinder nicht schlimm. Ich lege Niklas einfach an, ich stille im Liegen, das ist halt super praktisch. Und wenn er satt ist, dann schiebe ich den Schnuller nochmal rein, drehe ihn wieder ein bisschen weg und dann schläft er weiter. Das ist halt auch ein Vorteil vom Familienbett oder vom Beistellbett. Und so hat sich das bei uns eigentlich sehr, sehr gut durchgesetzt, dass die Kinder sehr gut schlafen. Und dass ich auch wirklich, auch wenn ich ganz oft stille pro Nacht, also wenn er irgendwie 5-6 Mal kommt, das ist auch schon vorgekommen, dann fühle ich mich gar nicht so gerädert, weil ich selbst noch so teilweise im Halbschlaf war. Und ich glaube, also ich habe irgendwo, ich glaube bei Nora Imlau, irgendwo habe ich mal einen Bericht gelesen, dass wenn man, also dass die Symbiose zwischen Mama, also stillender Mama und Baby, sich so anpasst, dass das Baby dann Hunger bekommt, wenn die Mama in einer nicht so tiefen Schlafphase ist. Es ist super interessant. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Man müsste das mal recherchieren. Aber von Natur aus wäre das ziemlich genial. Aber ich habe auch das Gefühl, dass auch wenn ich oft stille, ich morgens trotzdem nicht so gerädert bin. Das waren auch schon meine Tipps zu dem Thema, so wie ich das gemacht habe und wie ich die besten Erfahrungen damit hatte. Nochmal kurz zusammengefasst, abends einen Schlafrhythmus reinbekommen, eine Schlafroutine, immer gucken, dass zur selben Uhrzeit das Ganze passiert, weil Babys merken sich das ganz, also die bekommen wirklich schon so einen Rhythmus. Dann, was für mich, also was ich denke, was ultra wichtig ist, ist nachts einfach nicht laut mit denen reden, kein Licht anmachen, einfach zeigen, so, es ist Nacht, wir reden jetzt nicht, wir schlafen. Wenn jetzt der große Aufschrei kommt, aber mein Kind schläft schon durch, seid glücklich, betet, dass es noch lange so sein wird, denn es kommen, ich will es nicht hoffen für euch oder für diejenigen, aber es kommen leider immer andere Zeiten. Das sind alles immer Phasen von so einem Baby, wenn es Zähne bekommt, einen Schub hat und dann kann das Ganze sich komplett wieder ändern und umwerfen. Deswegen ist halt so eine Routine und eine Gleichmäßigkeit bei den Babys ganz, ganz wichtig. Und ich muss sagen, ich habe bei zwei Kindern noch keine Nacht gehabt, die
Also doch, ich glaube 2 Nächte bei Elsa war das mal, wo sie wirklich mal wach war, also so richtig wach und dann nicht mehr schlafen wollte. Aber sonst, ich meine, sie ist jetzt 21 Monate alt, habe ich wirklich ganz gut geschlafen. Also ich wurde zwar wach, auch nachts, aber es fühlt sich nicht so schlimm an. Und genau, dann hoffe ich, dass ihr das mal ausprobiert. Und würde mich freuen, wenn ihr mir darauf antwortet, wenn ihr es ausprobiert habt, ob es was gebracht hat. Und der da hinten ist nämlich jetzt müde. Dem ist schon wieder der Schnuller rausgefallen. Dann verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Video.